Caro Dorri, fedeli al gran maresciallo, descriveri e ammiraglio per sapere se verevi o no consegnato le lettere scritte da lui e Napoleone al principe reggente. In verso le 4 ore, le vici governatori si alterna assumono che servo di poter presentare i loro omaggi all'imperatore. Egli accolse e li condusse a passeggiare nel giardino, indi le feci salire in carrozza con lui. Il tempo era stato assai nebbioso in tutta la giornata. In un momento di chiarore, vedemmo tutto a tratto una corvetta o fregata che entrava con Fivel nel porto. Abbiamo ricevuto la risposta dell'ammiraglio dopo aver cominciato, secondo il consueto suo stile, col dire che non conosceva alcuno a Santa Elena, a cui si dovesse il titolo d'imperatore. Aggiunsi, spederevi la lettera insedetta al principe reggente, attenuosi letteralmente agli ordini ricevuti, quali che imponevano di non lasciar partire nessuna carta per l'Inghilterra che non fosse stata prima aperta e letta da lui. Dalla risposta, bisogna confessarlo, si compresse di gran meraviglia. La parte delle istruzioni citate dall'ammiraglio aveva due oggetti estranei ai menù alle interpretazioni. Notate da questo, ufficiali, il primo era relativo al caso in cui muovissimo la mente perché le autorità locali potessero unirvi le loro osservazioni ed il governo inglese avesse modo di rendere più prontamente giustizia senza essere costretti Es versteht sich, dass ich bald aus dem Wetter ermuntert, gehalten und eingekleidet war. Aber er war bereits weit von da und ich musste ihn im Park aussuchen. Da ich ihn traf, kam bald die Rede auf die gestrige lange Audienz, der er dem Gouverneur Fuchs gegeben hatte. Er sprach lange mit der wieder Lustigkeit darüber, dass mein Werk mich in den Augen des Herrn Fuchs so wichtiger machte und ihm so vieles wohlwollen gegen mich eingeflossen habe. Übrigens, das ist der Kaiserin das ohne Zweifel unter Bedingung reicher Gesinnungen von ihrer Seite schreibt Stella, solange sie einander nicht resentieren, sind immer zärtlicher und brüderlicher gegeneinander. Aber kennt Herr Wirks auch ihre Verwandtschaft mit dem Würdigen des Kaisers? Ich kann fortsetzen. Ich wisse das nicht, aber der Generalgogo, der neben dem Kaiser stund, sagte ja. Und woher wissen Sie dasselbe? Fragte mich alsdann der Kaiser. Binden Sie uns denn nicht einmarschen auf? Sie, meine Frauen, da wohnen Sie in Folgende. Wir waren schon 200 Jahre vorher in Frankreich, ehe Bartholomus von des Casas in Spanien berühmt wurde. Allein an das spanische Geschichte Schreiber sagen, er sei aus derselben Stadt, aus welcher wir herstammen, nämlich aus Sevilla. Alles sind darüber einstimmig. Dass sie seine Geburt als alten französischen Stamme herleiten
Und die Ankunft gerade in dieselbe Seite versetzen, dass wir selber schon in zwei Jahren wie das? Sie sind kein Spanier? Er und sie sind Franzosen. Ja, Sir. Erzählen Sie uns, denn das geschwinde Herr Bürger, Herr Ritter, Straßenrauber, Herr Paladin, geschwinde fühlen Sie Ihr Glück liegen. Sie und Ihre Pergamente genießen Sie einen Augenblick, das Vergnügen. Siehe, einer meiner Vereingegleitete Heinrich Grafen von Bürgern, der an der Spitze von einigen Kreuzfahrern gegen das Jahr 1109 Portugal erwerbte. Er war des Grafen Fahnenträger in der berühmten Schlacht von Dürka, wo die portugiesische Monarchie gestützt wurde. Nachher kamen wir nach Frankreich zurück mit der Königin. Also sie denn was?